Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest ein vernebelter Verstand. Ich bin in den Verstand des Erzweisen Kaledus eingedrungen, der gegen die Besessenheit durch Chiara Sydanus ankämpft. Ich soll Chiaras Einfluss auf seinen Geist brechen, bevor ihn seine Besessenheit übermannt. Und das mache ich jetzt spät am Abend und wie das eben so ist, könnte ich auch gerade ins Bett gehen, weil es ist spät abends. Aber nein, ich spiele Kingdoms of Amalur und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses... dass ich zum Beispiel jetzt Kopfschmerzen hatte den Tag und dann geht's einem nicht gut und dann hat man 1000 Dinge erledigt und ja, abends, weil man die Tablette genommen hat, geht's einem dann wieder gut und dann hätte man die Zeit für all die Dinge, die man am Tag machen musste und obwohl man schlafen gehen könnte, entscheidet man sich noch zu zocken. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist so dieses Runterkommen und die Zeit dann noch wenigstens nutzen, weil der Tag ansonsten total anstrengend war. Ja, und genau so geht's mir jetzt. Aber ich finde, genau dafür sind solche Spiele gut, wie Kingdoms of Amalur oder andere langwierige Spiele, Rollenspiele vor allem, weil die halt, ja, weil sie auch was beruhigen. Grüße, was Beruhigendes haben. Und ich laufe mal direkt los. Ich muss ja gar nicht mehr mit ihm quatschen. Wir sind ja hier mitten im Quest, es wird mir angezeigt. Und das zieht sich dann so hin, ne? Man kann halt auch einfach ins Spiel gehen. Oder abends ein Buch lesen. Oder einen Film gucken. Oder Amalur spielen. Und das war jetzt total doof. Ich wollte eigentlich die 1 treffen. Hat natürlich voll nicht geklappt. Oh, das hätte jetzt aber fast geklappt. Und das hätte jetzt... Mano! Ja, bum bum. Ja, und mir geht's voll nicht gut. Eigentlich. Besessenheit beginnt. Und ich habe einen Schlüssel eingesammelt. Warum sammle ich hier irgendwelche Schlüssel und Sachen ein? Ne Leanche. Hör auf, dich zu wehren. Ich werde dich so oder so bekommen. So, oh, Tränke. Geil. Geil, genau das, was wir brauchen. Ups. Wo kommen die denn her? Lass mich mal einen Frieden hier. Ah! Ja, bleib mal ruhig da hinten. Eine gute Idee. So, was haben die denn hier? Oh, noch mehr Tränke, noch mehr Tränke. Super, ist mir egal. Hier, ich habe genug Kram, den ich so... Nein! Das hätte ich nicht tun sollen, obwohl meine... das ist gar nicht mal schlecht, weil darum. So, machen wir das mal so. Ja, passt schon. So. So, jetzt nimmst du das alles. Kappe des Proletariats. Aha. Und das auch. Genau, wir nehmen alles mit. Von den Leuten, die hier... Und noch mehr Tränke. Aber die brauchen wir. Das ist voll wichtig und so. Mensch. Hätte ich Zeit gehabt, mal wieder ein paar Sachen in meine Kiste zu tun, hätte ich es natürlich längst gemacht. Aber wir waren immer jetzt irgendwie so unterwegs, dass ich keine Zeit hatte. Was mache ich denn jetzt? Oh, Kriege ich so viel Macht überhaupt jemals zusammen? Oh, ich find den Helm ja gar nicht schlecht. Menno, was mache ich denn jetzt mal? 327, 332. Dann kann ich ja zwischen den beiden wenigstens entscheiden. Aber ich finde den trotzdem... Pack den mal weg. So. So. So, geht doch. Und was haben wir hier? Verschlossen. Tolle Wurst. Na gut, dann machen wir mal schnell weiter hier, weil noch habe ich ein paar Tränke im Petto. Das kann man ja wohl mal nutzen. Oh, kann man hier... Cool. Wir laufen hier einfach mal so über eine Nebelbrücke. Krass. Voll krass. Wer ist hier? Wen soll ich töten? Ihr kommt zu spät, mein Kind. Selbst wenn ihr den Geist des Erzweisen aus meiner Schlinge befreit, habe ich bereits bekommen, was ich gebraucht habe. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Und ihr habt eure Aufgabe bestens erfüllt. Was habt ihr seinem Geist angetan?
Dieser Körper ist die Inkarnation der Ziele und Ideale des Erzweisen. Bei allem, was der Mann anstrebt, bleibt er doch ein Sklave seiner Disziplin. Wirklich schade. Hätte ich die Zeit, einige dieser Ambitionen zu fördern, würde er zu einer nützlichen Spielfigur. Genau wie von ihr. Von wegen. Was meint ihr damit? Begreift ihr doch nicht, Kind? Doch, eigentlich schon. Es war eure Aufnahmeprüfung, die mich befreit hat. Die Magie des Zaubers konnte euer Potenzial nicht finden. Also wählte sie die größte Macht, die diese Welt je gesehen hat. Lasst den Erzweisen in Ruhe. Ah, aber ihr habt seine Gedanken nicht so gesehen wie ich. Ich bin in die angestrebten Ziele dieses Mannes vorgedrungen. Sie sind lächerlich. Sie zeigen, dass er die Realität dieser bedauernswerten Situation völlig verkennt. Selbst auf diesem Hügel seht ihr alle Teile von ihm, die er geopfert hat, um zu dem Erzweisen zu werden, für den er sich hält. Nun, sie sollen sich wieder erheben. Er lebt seine Ambitionen. Oh nee. Erkundung fortsetzen, ein vernebelter Verstand. Ich hatte Angst, die Opfer weiter anzugreifen, weil der Opferstand und Ehrgeiz. Ja. So, das nehmen wir mal. Muss ich das jetzt auch einsammeln? Ich hoffe nicht. Was haben wir hier? Oh, auch verschlossen. Ich brauche da immer so einen richtigen Schlüssel. Und ich habe hier anscheinend wohl den falschen am Start. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Die Seite haben wir ja erledigt. Ach, ich finde das so cool hier, über diese unsichtbare Nebelbank hier zu laufen. Ja. Finde ich cool und so, ne? Yo. Das können wir auch nicht aufmachen. Da habe ich auch weiter Pech. Was ist hier noch? Ach ja, wir haben ja dieses doofe Schattenprisma. Ich will ja gar kein Ablenkungsmanöver. Hatte der bestimmt auch nur, ne? Nein, der hat einen gefalzten Langbogen, den ich nicht mitnehmen kann. Ist egal. Den lasse ich mal liegen und mache die hier fertig. Die beiden. Sehen die mich? Noch sehen sie mich nicht. Oh, ich hätte ja mal wieder Bock zu schleichen, ne? Aber die sind auch nicht ohne. Jetzt kommt er hier wieder. Jetzt geht er bestimmt nach rechts. Ah. War klar. Adrenalinwoge. Und er kriegt mich auch immer, egal ob ich weggehe. So, jetzt mache ich mal hier den hier. Bisschen Gift magst du mich gar nicht, ne? Ja, ja, ja. Wer wird zuerst sterben? Ich halt auch noch durch. Oh Mann, oh. Und lass doch mal gut sein hier. Du blöder Klopsi. Nein! Manu, ich habe doch noch einen Lebensgenerator-Trank genommen. Ich habe einen Trank genommen. Mann, hasse es zu sterben. Vor allem, weil ich ihn fast hatte. Naja, nicht ganz fast, aber fast, fast. Ja, jetzt kann ich ab hier nochmal alles machen. Halt die Klappe, du. Ich mache einen Cut. Bis gleich. Tada! Als wäre nichts gewesen, sind wir wieder bei den beiden. Aber ich glaube, das wird wieder nichts mit dem Rand schleichen. Das war knapp.
Aber die drehen sich immer um. Ach, shit. Und die sind so gemein. Echt. Gemein. Ja, ist gut. Ich muss raus hier. Danke, meine Fallen. Die mögen mein Gift immer nicht. Das hilft ganz gut. Gott sei Dank. So. Vielleicht sollte ich manchmal mehr den aufgeladenen Schuss auch nehmen, merke ich gerade. Das Schwert und das alles lassen wir mal. Ein Schutzzauber habe ich auch. Sollte ich auch öfters mal bei sowas einsetzen. Ach, wie schön. Und ich kann sogar alles mal mitnehmen hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das kann jetzt alles so bleiben. Und ich habe einen schönen Stufenaufstieg. Das freut mich natürlich. Kümmern wir uns sofort drum. Okay, kümmern wir uns jetzt drum? Warum auch nicht? So, jetzt ist die Frage, wollte ich mal wieder einen draufsetzen, damit wir doch ab und zu mal etwas überzeugender rüberkommen. Das bestätige ich mal. Und dann habe ich den Tipp bekommen, ich soll doch mal woanders hier auch ein Update machen hier. Und deswegen mache ich das mal, damit wir hier, wo wir längst drüber sein könnten, auch mal drüber kommen, weil anscheinend funktioniert das nicht. Weiß ich auch nicht. Check das hier immer nicht. Ich will auf jeden Fall mal mehr Macht haben insgesamt. Schwierig, aber hier will ich auch mal einen reinsetzen. Ich setze mal noch weiter in die Gifte setze ich mal noch einen rein. In die Zauber nicht. Ich möchte mehr Macht haben. Weiß aber nicht, wie ich das anstellen soll. Ich glaube, ich muss hier unten anfangen, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht. Weil wenn ich hier mache, wird es ja hier auch nicht richtig besser, oder? Also irgendwie... Wenn ich jetzt hier auf zurückgehe, macht 16, 18, das ist ja nix. Das ist ja nicht viel. Jetzt bin ich bei Macht 19. Bin voll schlecht. Ob das jetzt wirklich damit zu tun hat, weil ob ich jetzt hier mache oder... Also so bin ich bei Macht 19, okay. Wenn ich so mache, kann ich doch genauso aufsteigen, oder? Ja. Und da habe ich doch mehr eigentlich von, als bei Großschwert jetzt hier rumzuömmeln, oder? Ich dachte halt ursprünglich, ich müsste hier unten was machen, damit ich so, wisst ihr, ja, aber hat irgendwie auch nicht geklappt. Tja, ich mach mal hier einen drauf. Und Harpune ist, wer braucht sowas schon? Hier beim Schild mache ich noch einen drauf. Da habe ich 5 von 5. Das lohnt sich doch einfach mehr. Und dann packen wir mal bei Großschwert auch noch einen rein. Dann habe ich ein bisschen mehr Macht. Und bei Raffinesse, ja. Ich meine, ich könnte überall besser werden. So ist ja nicht, ne? Tja, es stört halt ein bisschen, dass die Macht so schlecht ist. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal die kompletten Punkte zurücksetzen. Weil, ja, Virtuose, Rang 4, oh. Na Mensch, wir sind sogar hier. Die vielfältigen Bestätigungsfelder und Interessen der Die vielfältigen Betätigungsfelder und Interessen der Virtuosen umfassen sämtliche Waffenarten, Magieformen und Rüstungstypen. Du bist ein hartes Leben gewöhnt, verfügst über natürliche Resistenzen gegen sämtliche Angriffsarten. Außerdem landest du mit höherer Wahrscheinlichkeit Volltreffer. Klingt irgendwie gar nicht schlecht. Wir können ja mal einfach zwischendurch mal Virtuose werden. Warum auch nicht? Wir sind jetzt mein Virtuose. Oder? Ist ja auch irgendwie egal mittlerweile. Voll der Virtuose, ey.
So, Kapuze des Blablups, 129 haben wir hier. Wer braucht schon das? Das nimmt uns nur Platz weg. Und dann geht's weiter. Wie ich sehe, waren meine Versuche, die Ambitionen des Erzweisen zu zügeln, alles andere als erfolgreich. Nicht, dass es ihn interessieren würde. Schließlich gibt es so viele Makel, in die ich einhaken kann, die ich ausnutzen kann. Ich habe seinen Gedanken bereits alles entnommen, was ich benötige. Vielleicht würdet ihr gern wissen, welche Gefühle er für mich, Chiara Sydanus, hegt. Ist übrigens irgendwie die Synchronstimme auch von Izzy aus Grey's Anatomy. Und ich gucke gerade wieder Grey's Anatomy. Ja, ich weiß, es ist schräg, aber es ist die Stimme von Izzy, falls jemand Grey's Anatomy je gesehen hat. Wie manipuliert ihr ihn? In keinem Geist, den ich je gesehen habe, herrscht da eine vergleichbare Gleichgültigkeit wie in diesem Erzweisen. Kümmern ihn die Kriege, die in seinem Land wüten? Nein. Kümmert ihn das Leben seiner Untergebenen? Nicht im geringsten. Er hat schon vor langer Zeit angesichts der Unvermeidbarkeit meiner Rückkehr die Waffen gestreckt. Ihr seid Chiara Sydanus? Ja, ich bin die Tyrannenkönigin des dunklen Empyreon. Die Narren der Scholia Arcana glauben, ich sei getötet worden. Aber der Erzweise kennt die Wahrheit. Vielleicht hat er deshalb alle Hoffnung fahren lassen. Er weiß, dass ich nicht besiegt werden kann. Nur hingehalten. Finger weg vom Geist des Erzweisen. Genug geredet, macht euch bereit. Finger weg vom Geist des Erzweisen. Hatte ich in der Tat. Oh, was war das für ein Geräusch? Es ist alles so klein und langweilig dort. Er verschreibt sich einem einzigen Schicksal und der Apathie, die es mit sich bringt. Es ist absolut. Seine Untergebenen oder sein Zuhause sind ihm völlig gleichgültig. Ich möchte dieses Gefühl noch ein wenig genießen. Also werdet ihr es statt mit mir mit einigen Albträumen dieses Mannes zu tun bekommen. War klar. Na, lass mich doch mal. Na Gott sei Dank. So. Schluss jetzt. Voll noch mal reingetreten in die Ecke. Oh. So. Haben wir alles? Hab alles. Kann in der Ecke liegen bleiben, meinetwegen. Aber heißt das jetzt, dass der Erzweise auch tot ist? Sieht nämlich fast so aus. Und das finde ich immer richtig scheiße. Ich meine, der war ja total okay. Das war unser Ausbilder. Nein, oh nein. Voll doof. Aber ich glaube, das hätte er lieber gewollt, dass wir das so beenden, als dass er weiter kontrolliert wird. Von daher hoffe ich, dass wir das Richtige getan haben. Wir laufen wieder zurück. Mal gucken, was das jetzt bedeutet. Wer ist jetzt hier? Hä? Gut gemacht. Ach, das war nur sein Geist? Oder wie? Ich spüre nicht länger Sydanus Bohren in meinem Geist. Ach, das war ja nur der Geist. Gut. Ihr habt mich von ihr befreit. Seid bedankt, Adeptin. Indem ihr mich von ihrem Einfluss befreit habt, kann ich für euch jene Gedanken verdichten, die ihr befreit habt. Aus meinem Ehrgeiz kann ich euch eine unbezwingbare Entschlossenheit formen. Aus meiner Gleichgültigkeit
eine furchtlose Unbefangenheit. Ihr habt die Wahl. Wie könnt ihr diese Gabe spenden? Welche Optionen habe ich nochmal? Ich wähle die Furchtlosigkeit, ich wähle die Disziplin. Ich frag mal erstmal, wie könnt ihr diese Gabe spenden? Ich bin der Erzweise, aber ich bin auch ein Mensch. Es gab gewisse Charakterschwächen, die ich unterdrückt hatte. Sidanus hat diese Schwächen intensiviert, bis sie drohten, mich zu übermannen. Ihr habt sie zerstört und mich dadurch von ihnen befreit. Ich kann euch das aus dieser Freiheit erwachsene Wissen geben. Cool, Mann. Welche Option habe ich nochmal? Aus meiner Gleichgültigkeit kann ich Furchtlosigkeit auf euch übertragen. Durch meinen Ehrgeiz gewinnt ihr das Streben nach Perfektion. Für euch mag sich das ähnlich anhören, aber es wird bei euch gänzlich andere Auswirkungen haben. So, ich wähle die Furchtlosigkeit, ich wähle die Disziplin. Ich wähle mal die Disziplin, ich weiß nicht warum, ich will einfach, ja doch, ich will die Disziplin. Oh, diszipliniert, beseelt vom gemäßigten Ehrgeiz des Erzweisen Kaledus, strotzt du vor Entschlossenheit und weißt, dass du jedes Ziel erreichen kannst. 5% Elementresistenz und +1 auf Zauberfähigkeiten. Why not, ist doch schön. In der Tat. Ihr habt davon schon so viel gezeigt, dass es für ein ganzes Leben reicht. Aber wir werden jeden Jota davon brauchen, um den kommenden Sturm zu überstehen. Können wir jetzt gehen? Es gibt noch viel zu tun, bevor wir beginnen können. Ja, das war anscheinend erst der Anfang. Ich bin noch nicht bereit. So eilt denn. Ja. Weil hier waren jetzt noch die Kisten und ich würde jetzt gerne mal wissen, ob ich die jetzt öffnen kann. Geht das jetzt? Denn das ging vorher ja nicht. Und da bin ich vorher hier hingegangen. Und wenn ich jetzt den Schlüssel habe, geht das jetzt? Jawohl! Ha! Das geht. Wäre ich nämlich jetzt zurückgegangen, wäre ich nicht nochmal hierher gekommen. Logisch, ne? War da hinten jetzt auch noch eine? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf beiden Seiten auf jeden Fall noch was, was ich nicht öffnen konnte. Aber ich weiß nicht, ob es zwei gab pro Seite. War hier jetzt noch so eine? Die, ne? Jawohl. Die wilde Flamme. Okay, weil das müssen wir alles noch dann lesen. Oh Gott, wann sollen wir das alles lesen? Und wann soll ich das alles hier verbrauchen? Oh, ich nehme das jetzt einfach, ne? Ich habe keine Lust hier. So, nimm das alles mit. Ach, immer diese Tränke, die helfen ja auch total. Aber ich habe halt auch... Ich werde halt auch diese blöden Glasfiolen in meinem Inventar nicht los. Für diese doofen... Oh, ich habe einfach irgendwann diesen Fehler gemacht, bei diesem Idioten in den Eratel-Ebenen, den Nebenquest anzunehmen, nochmal da die Jotuns und was weiß ich, wie viele da zu töten. Und dann gibt er mir immer die blöden Flaschen und die muss man mit Flüssigkeit... Also die füllen sich dann mit Flüssigkeit, wenn du so und so viele Tiere getötet hast und Viecher. Und das wollte ich gar nicht. Und man kann die aber auch nicht zerstören und nicht verkaufen. Ja, man muss es quasi machen und ich finde auch immer gar nicht mehr genug. Ich finde nicht von allem immer mehr alles. Es ist alles schon leer gefegt von mir. Es ist furchtbar, ja, ganz furchtbar. So, ich glaube, dann habe ich die geschafft hier. War da noch was? Nö, gut. Also keine mehr dieser Truhen. Dann gehen wir jetzt zurück. Jetzt fühle ich mich besser, alles eingesammelt. Komm. Gut gemacht, Adeptin. Obwohl... Was ist mit am Anfang? Also so hier so? Wo wir angefangen haben? War hier noch was? Komme ich da nicht gerade her? Komme ich doch gerade her, oder nicht? Oh, ich werde wahnsinnig hier mit meinem Orientierungssinn. Nee, ich gehe jetzt. Komm, wir hauen ab. Ich glaube, ich habe alles. Was soll das? Oh Gott, und nur schon wieder 24 Minuten hier verdüddelt. Gut, seid ihr bereit zu gehen? Ja, komm, hauen wir ab. Gut. Ja, gut. Wenn wir zurück sind, sprecht mich an. Die Magierin wird nicht länger Leid zufügen. Yay, wir haben den Quest geschafft. Zwar noch nicht den kompletten Gruppierungsquest. Die Scholi Arcana beginnt jetzt anscheinend erst, aber immerhin. So, wir sind wieder zurück und sollen mit Kaledus reden. Das machen wir im nächsten Part mit von bei Kingdoms of Amalur Reckoning. Bis dann.